Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute soll es mal um die Zukunft gehen, genauer gesagt. Welche Apple-Produkte erwarten uns denn im nächsten Jahr, also 2021? Das sind ja wieder einige und es gibt schon sehr, sehr viele Spekulationen. Ich glaube, es wird auch sehr viele Redesigns bei den Geräten geben. Das und vieles mehr im heutigen Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Vorher kurz aber noch ein Blick auf den heutigen Sponsor, und zwar ist das Ganze PureVPN. Mit einem VPN-Client seid ihr zum einen sicher und anonym im Internet unterwegs und könnt natürlich auch auf Inhalte zugreifen, die hier in Deutschland nicht möglich sind. Zum Beispiel auf Serien bei Netflix aus den USA, Kanada, Japan und so weiter. Oder auch bei HBO Max, da gibt es nämlich Wonder Woman am 25.12. Außerdem ist natürlich auch der Zugriff auf verschiedene Sportveranstaltungen möglich. Und wenn ihr Zocker seid, habt ihr hier auch einen guten Ping. Gerade gibt es hier auch ein Weihnachtsangebot, und zwar 88% Rabatt auf den 5-Jahres-Plan. PureVPN hat derzeit über 6500 Server in über 114 Ländern. Es gibt hier natürlich eine iOS-App, eine Android-App für Mac, Linux, Windows. Alles ist natürlich vorhanden und eine Browser-Erweiterung für Chrome und Firefox. Das Ganze ist natürlich auch sicher, somit zum Beispiel Split-Tuning dabei, P2P bei verschiedenen Ländern. Das sieht man auch immer in der App. Es findet keine Datenweitergabe statt und es gibt einen 24-Stunden Live-Support. Und falls ihr nicht zufrieden seid, 31 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das alles und viel mehr mit PureVPN. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Jetzt geht's aber los mit den eigentlichen Apple-Produkten. Und zwar erwartet uns im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel. Ich habe das Ganze nicht zeitlich untergliedert, sondern nach Kategorie, weil zum einen kommt hier mal ein iPad, dann kommt wieder ein Mac, dann kommt wieder ein iPad, dann noch eine Apple Watch und so weiter. Das wäre einfach viel zu durcheinander. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, das Ganze nach Kategorien zu unterteilen. Und da werde ich natürlich auch sagen, wann welches Produkt in welchem Zeitraum etwa kommt. Starten wir hier mit dem iPad und das wird wahrscheinlich auch schon im Frühjahr auf den Markt kommen, und zwar das iPad der neunten Generation. Es soll wahrscheinlich ein 10,5 Zoll Display haben, den A13 Chip, aber wahrscheinlich immer noch das aktuelle Design mit dem Home Button, ohne jetzt ein groß randloses Display. Vielleicht überrascht Apple uns hier noch, aber ich denke mal, das Design wird erstmal beibehalten. Aber es gibt natürlich noch weitere iPads, und zwar das iPad Pro. Das soll wahrscheinlich ein Mini-LED Display haben. Natürlich auch das aktuelle randlose Design mit Face ID, dem LiDAR-Scanner auf der Rückseite, halt das Beste, was in Sachen iPad aktuell zu bieten ist. Und mit Mini-LED-Display wäre das auf jeden Fall mal eine schöne Sache. Dazu wahrscheinlich auch noch 5G, auch ganz interessant, denke ich mal, für viele. Und dieses soll ebenfalls in der ersten Jahreshälfte 2021 auf den Markt kommen. Also da können wir auf jeden Fall schon gespannt sein. Weiter geht es dann mit den AirPods, und zwar der dritten Generation. Keine Pros, sondern die normalen der dritten Generation. Die sollen wahrscheinlich 199 Euro kosten und designtechnisch so ein bisschen angelehnt sein an die der AirPods Pro. Da sind auch schon einige Bilder aufgetaucht, wie das Ganze in etwa aussehen könnte. Ich hoffe mal, dass sie vielleicht dort noch ein bisschen günstiger werden, denn der aktuelle Straßenpreis der AirPods Pro ist ja schon öfters mal unter 200 Euro und das lohnt sich dann natürlich schon mehr, da man da auch Noise Cancelling hat, denn das haben die AirPods der dritten Generation dann nicht. Aber das werden wir dann alles sehen, wenn es soweit ist. Aber auch diese werden wahrscheinlich dann so im März, April, Mai in etwa auf den Markt kommen. In diesem Zeitraum sollen ebenfalls noch weitere Produkte auf den Markt kommen und wahrscheinlich ein neues Apple TV. Das ist ja auch schon seit einigen Jahren nicht geupdatet worden. Also hier wird auf jeden Fall noch was kommen. Ich denke mal mit einem neuen Prozessor. Designmäßig, denke ich mal eher nicht. Da hat sich in der letzten Zeit eigentlich nie wirklich was verändert. Aber es wäre natürlich mal schön, so ein bisschen futuristischer, so ein bisschen moderner das Ganze zu haben. Auch bei der Fernbedienung. Und des Weiteren ist noch die Rede von den AirTags. Das haben wir auch schon öfters mal hier thematisiert auf dem Kanal. Das sind ja diese kleinen Schlüsselfinder. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob das dann wirklich schon im März kommt. Das wurde ja immer angeblich verschoben laut John Prosser, aber ich denke mal, im nächsten Jahr werden wir dann jetzt hier die AirTags auf dem Markt sehen. Es gibt ja schon etliche Hinweise, auch schon in iOS-Versionen, dass da auf jeden Fall was in der Mache ist. Und was hattet ihr von den AirTags, beziehungsweise denkt ihr, die kommen dann raus? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Interessanter wird es dann mit den nächsten Produkten, und zwar zum einen mit der Apple Watch. Die Apple Watch nutze ich persönlich auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne im Alltag. In diesem Fall habe ich hier die Series 6 in der Edelstahl-Variante. Aber wenn man sich das Ganze vom Design in den letzten Jahren anschaut, hat sich da eher weniger getan. Klar, vor ein paar Jahren wurde das Display so ein bisschen größer, die Uhr ist ein bisschen schlanker geworden, aber wirklich viel Neues ist da nicht gekommen. Und hier gibt es auch so ein paar Gerüchte von Ming-Chi Kuo, dass wahrscheinlich die nächste Apple Watch der siebten Generation ebenfalls wie das iPhone, das aktuelle, ein kantiges Design haben wird.
wird. Die Bilder, die ich euch hier zeige, sind natürlich nur Konzepte. Das wird wahrscheinlich so nicht etwa sein. Aber um schon mal so einen gewissen Eindruck davon zu bekommen, wie ein kantiges Design bei der Apple Watch aussehen könnte, habe ich euch die jetzt hier nochmal gezeigt. Und ja, was haltet ihr von diesem kantigen Design? Ich muss sagen, ich finde das aktuelle Design eigentlich ziemlich gut. Das ist ja jetzt nicht groß störend, aber ich lasse mich natürlich gerne überraschen. Mit einem kantigen Design könnte es, denke ich mal, auch sehr, sehr interessant aussehen. Des Weiteren ist natürlich auch noch die Rede von so ein paar Fitnessfunktionen, Health-Funktionen, die dann ebenfalls bei der 7. Generation noch dazukommen wird. Dazu kann ich jetzt allerdings noch gar nicht so viel Genaues sagen, aber ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es hier nähere Informationen gibt. Und ich denke auch, dass es im nächsten Jahr wieder eine SE geben wird, also eine Apple Watch SE, die halt günstiger ist, wahrscheinlich mit Aluminium-Design. Und die andere hat dann natürlich, oder die teure Watch hat dann natürlich wieder das Edelstahl-Design oder vielleicht kommt noch etwas ganz Neues dazu. Da bin ich echt mal gespannt. Und dann wird es jetzt natürlich nochmal spannender mit dem iPhone 13 oder iPhone 12 S. Je nachdem, wie das nächste iPhone dann heißen wird. Ich nenne es jetzt einfach mal iPhone 13, das ist, denke ich mal, das geläufigste und jeder weiß, was gemeint ist. Hier wird sich so ein bisschen was ändern, laut einigen Gerüchten bei der Notch. Diese soll etwas kleiner sein und wir haben es ja schon öfters mal gehört, wahrscheinlich soll beim nächsten iPhone kein Port mehr dabei sein, kein Lightning-Anschluss oder auch kein USB-C-Port. Bin ich echt mal gespannt, ob Apple diesen Schritt wirklich schon im nächsten Jahr geht oder vielleicht erst im darauffolgenden Jahr. Zeittechnisch sind diese beiden Produkte, also Apple Watch und iPhone, anzuordnen im September. Also das nächste iPhone soll dann wieder pünktlich im September verfügbar sein, nicht wie in diesem Jahr. Das Ganze wurde so ein bisschen verschoben. Aber zum iPhone 13 wird es auf jeden Fall noch einige Videos und Gerüchte geben hier auf dem Kanal. Da gibt es immer mal wieder sehr viele spannende Themen. Also gerne einfach abonnieren, dann bleibt ihr hier immer auf dem neuesten Stand. Zum einen wird sich natürlich die Performance nochmal verbessern. Die ist jetzt auch schon mega gut, aber wird ja wie bei jedem iPhone besser. Die Kamera soll nochmal besser werden. Und ja, ich lasse mich aber natürlich gerne überraschen, was sonst noch alles kommt. 120 Hertz denke ich mal auch. Also da wird auf jeden Fall einiges kommen. Wie gesagt, ich halte euch hier auf dem Laufenden, wenn es neue Gerüchte gibt. Ein Thema haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen und das sind natürlich die Macs. Da kam jetzt ja vor einigen Monaten etwas sehr, sehr Großes und zwar der Apple Silicon, der M1-Chip, der wirklich schon ordentlich Power hat. Ich habe zu diesem Thema auch schon ein separates Video gemacht, was zu erwarten ist von der nächsten Mac-Generation mit dem M2-Chip, M1X-Chip, wie er auch immer heißen wird. Also der nächste Chip für die, ich sag mal, die Macs, die halt etwas mehr Power benötigen, iMac, MacBook Pro, 16 Zoll, 14 Zoll und so weiter. Und da kommen wir auch schon gleich zum nächsten Thema. Und zwar wird es wahrscheinlich im nächsten Jahr ein MacBook Pro 14 Zoll geben, also was das 13 Zoll dann ablöst. Und auch ein neues 16 Zoll Modell. Diese Modelle könnten höchstwahrscheinlich auf der WWDC im Juni vorgestellt werden. Das ist ja immer so ein typischer Zeitpunkt für diese Modelle. Und hier ist auch schon von einem Redesign die Rede. Dass halt die nächsten Macs so ein kleines, frischeres, moderneres Design bekommen werden. Da hat es ja in den letzten Jahren auch nicht so viel gegeben. Vielleicht auch mit der neuen Farbe, komplett schwarz. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Wie gesagt, schaut euch einfach die Videos dazu nochmal an. Die verlinke ich euch auch gerne unten in der Videobeschreibung. Dann geht es nochmal weiter in puncto iMac. Zum einen ist die Rede von einem 23 Zoll iMac und von einem 32 Zoll iMac. Das sind natürlich alles nur Gerüchte, keine fixen Informationen. Aber ich denke mal, auch hier könnte es ein Redesign geben und das resultiert halt zu dieser größeren Displaygröße. Ich blende euch hier mal ein paar Bilder ein. Das sind natürlich nur Konzepte, aber ich finde, dieser iMac sieht wirklich extrem schön aus. Da bin ich wirklich extrem gespannt, ob wir ein neues iMac Design sehen werden. Auch das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich muss sagen, es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und diese Macs könnten dann wahrscheinlich erst etwas später kommen. Also die iMacs kommen wie gewohnt eigentlich immer so gegen Ende des Jahres, im Herbst vielleicht schon. Also ich denke mal eher so in die Richtung wird es gehen. Und dann die MacBooks, wie gesagt, bei der WWDC sind nur aktuelle Vermutungen. Es kann natürlich alles anders kommen. Aber ich sag mal, das ist so die aktuelle Gerüchtelage. Wie seht ihr das Ganze? Lasst mich das auch gerne mal in die Kommentare wissen. Und auf welches Produkt freut ihr euch am meisten nächstes Jahr? Ich muss sagen, bei mir ist es zum einen die Apple Watch, das iPhone 13 natürlich und natürlich sehr, sehr stark auf die neuen MacBooks und die iMacs. Also im Prinzip kann man sagen, eigentlich auf alle Apple-Produkte fällt mir gerade so ein. Aber naja gut, ich lasse mich einfach überraschen, was so alles kommt. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert mich, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis dann, macht es gut, ciao!